Herzlich willkommen zum Podcast Hunde besser verstehen. Wir wollen hier authentisch und ehrlich unser Wissen vermitteln, damit euer Leben mit Hund wieder harmonischer wird. Heutzutage gibt es mehr Informationen über Hunde als je zuvor. Das Internet gleicht einem Dschungel an Meinungen und Philosophien und dadurch gibt es sehr viele verunsicherte Menschen. Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Alltag mit einem Hund ist nicht gleich Training. Und Training mit einem Hund ist auch nicht gleich Alltag. Und ich will dich da heute einfach mal ein bisschen abholen, dass du dir einfach mal nicht so viel Druck in deinem Leben machst, in dem Leben, in deiner Mensch-Hund-Beziehung, weil du vielleicht noch nicht da bist, wo du bist. Und dass du vielleicht einfach mal das Tempo rausnimmst und mal erkennst, dass das, was du oft vielleicht siehst oder was du erwartest oder glaubst, wie das bei anderen abläuft, dass du mal aufhörst damit. Weil das Leben ist nun mal nicht immer nur Training und Ideal, sondern hat viele, viele Steine auf dem Weg. Und ich möchte einfach mit dir darüber reden. Heute Podcast, Videopodcast, YouTube-Film, was auch immer. Ganz komisch im Auto. Ich sitze hier, Auto läuft noch im Hintergrund. Ist auch wichtig, weil meine Tochter nämlich im Hintergrund schläft. Und ich jetzt hier so sitze, kurz angehalten habe und es gerade nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und es ist wichtig, immer die Wahrheit, das echte Leben niemals zu vergessen, wenn man in Social Media sich rumtreibt. Warum erzähle ich dir das? Heute, ich bin jetzt nicht im Studio, ich bin jetzt nicht auf dem Trainingsplatz, ich bin jetzt nicht irgendwo in einer schönen Location im Hintergrund, wo ein Logo ist, wo das Licht an ist, wo man geile Sachen sieht, wo geile Kamera, coole Ton, Lichtverhältnisse. Nein, ich sitze jetzt hier in meinem Auto, es läuft. Im Hintergrund ist hier dieser olle Tümpel und meine Tochter schläft und ich sitze hier im Auto. Und ich kann jetzt nicht genau das machen, was ich eigentlich vorhatte. Und zwar gezielt mit meinen Hunden weiter zu trainieren, an unserem Projekt zu arbeiten und den Kurs weiter in Gang zu bringen. Aber wisst ihr was, das ist nicht schlimm. Früher hätte mich das wahnsinnig gemacht, hätte mich frustriert, ich hätte schlechte Laune gekriegt und so weiter. Natürlich taucht das immer mal auf, sowas, wenn man dauerhaft lange Stress hat, aber wie vielen geht es von euch da draußen auch so? Schreibt einfach mal in den Kommentaren, setzt ihr euch im Training unter Druck? Geht es nicht schnell genug? Habt ihr Erwartungen, weil ihr das bei anderen auf Social Media seht, wie toll das immer alles läuft, wie einfach und so weiter? Ich meine, ihr seid ja gewohnt von Social Media Creatoren, so wie mir und vielen anderen Hundetrainern, ja auch immer Sachen zu sehen, die gut laufen und so weiter. Und die meisten reden ja auch nie wirklich echt mal über ihren Prozess, über ihren Werdegang, über die Missgeschicke, über die Launen, über diese Hilflosigkeit, sondern man zeigt ja immer nur das Schöne, das Tolle. Schaut euch doch mal die ganzen Hundetrainer und Hundevideos an. Es ist immer ideal, es funktioniert immer alles, es ist immer alles positiv, es ist immer alles, du musst das und das tun. Und alle, die mich kennen, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, dass ich ein sehr selbstkritischer Mensch bin, dass ich immer wieder auf dem Boden der Tatsachen bleibe, dass ich auch immer wieder weiß, wie du dich vielleicht gerade fühlst, weil ich das Leben selber lebe. Ich bin nicht alleine, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Nein, ich bin voll und ganz berufstätig. Ich arbeite 12 bis 16 Stunden am Tag. Ich habe 2 Kinder, ich habe 16 Mitarbeiter, mehrere Standorte, mehrere Hunde, viele, viele Projekte. Ich bin in ganz Europa unterwegs und glaubt ihr, dass bei mir immer alles glatt läuft und alles immer safe ist und dass bei mir immer alles so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe? Nein, überhaupt nicht. Und deswegen nehme ich auch dieses Video, weil ich sitze jetzt im Auto und musste mit meiner Tochter jetzt fahren, weil sie eingeschlafen ist, weil sie völlig drüber war. Nichts mehr zu machen. Zu früh aufgestanden. Wir haben die Zeit verpasst, sie hinzulegen, weil mein Sohn noch zum Fußball musste, weil ich noch einen Beratungstermin hatte und das an einem Sonntag. Es ist Hektik, Chaos und wir kriegen es übertrieben jetzt gerade nicht strukturiert und dann passieren Dinge eingeschlafen im Auto. Ja, nun ist das so und nun kann ich jetzt nicht das machen, was ich jetzt weiter vorhatte und passe mich jetzt den Alltag an und wisst ihr, es ist nicht schlimm. Es ist vollkommen in Ordnung. Früher hätte mich das wahnsinnig gemacht und ich weiß, dass das viele Menschen auch wahnsinnig macht. Aber ich habe zum Beispiel gelernt,
mein Leben anzunehmen. Ich habe mich dafür entschieden, dieses Leben zu machen. Kinder, Hunde, Unternehmertum, mehrere Hunde, Training, Content. Aber ich will mich dabei nicht kaputt machen und ich will dabei auch nicht einem Idealbild entsprechen, sondern ich will ich bleiben. Und alles, was ihr von mir seht, ist immer echt. Ich habe auch keinen Vergleich. Ich möchte mich auch nicht mit irgendjemandem vergleichen. Ich habe auch nicht den Anspruch, dass alles glatt läuft und perfekt ist. Will ich gar nicht. Und das ist es auch nicht. Glaubt ihr, dass meine Hunde nicht mal mit mir diskutieren, dass das mit den Kids mal irgendwie schief geht? Natürlich, das ist Alltag. Und das hat nichts mit Training zu tun. Du kannst so gut vorbereitet sein, wie du willst. Du kannst gut trainieren und dann kommt der Alltag. Dann kommt der Stress. Streitereien vielleicht mit dem Partner, dein Job, du musst mehr arbeiten oder du verlierst den Job oder du musst das machen oder du fühlst dich nicht wohl in deiner Haut, du hast vielleicht irgendwelche Krankheiten, du hast dich verletzt, das Wetter, es ist grau, es ist dunkel, es ist alles beeinflusst dich und deinen Hund und dein Training und das nennt man Alltag. Und ich möchte einfach, dass du verstehst an der Stelle, dass Alltag genau das ist, was normal ist. Schöne Trainingsbilder, schöne Sessions, schöne Idealbilder auf Social Media, was dann immer alle so zeigen und so anpreisen und wie man es machen muss und bla bla bla, das ist auch nicht der ihren Alltag. Glaubt ihr, dass die besten Leute da draußen nicht auch beschissene Tage haben, mal keinen Bock haben, mal unfair sind, mal schlecht trainieren, mal ein schlechtes Timing haben, die Hunde mal nicht zuhören, mal nicht das machen, was sie sollen? Natürlich, das machen sie alle. Es traut sich bloß keiner zu sagen, es traut sich nur keiner zu zeigen, es traut sich nur keiner ehrlich zu sein, sondern immer so verdeckt hinter der Blume. Und das ist eigentlich schade. Und ein bisschen stört mich das auch. Aber am Ende ist es ja auch, man will ja auch immer allen gefallen, ne? Jeder soll klatschen und so weiter. Anderes Beispiel. Unsere TV-Sendungen gehen jetzt bald raus. Und wir haben noch keine Ahnung, wie es ist. Und mein Anspruch, ich weiß jetzt schon, dass ich natürlich ein Stück weit unzufrieden sein werde damit, weil das Ergebnis nicht dementsprechend wird, was ich vielleicht mir vorstelle oder erwarte. Aber das ist doch normal. Wir haben Drehdruck gehabt, wir haben Zeitdruck gehabt. Wir können die Sendung, weil es ein Pilotprojekt ist, nicht ausdehnen. Es gibt nur ein gewisses Zeitfenster. Und all das beeinflusst natürlich das Ergebnis. Und das ist doch aber auch okay. Ich weiß auch jetzt schon, dass Tausende meckern werden, Tausende unzufrieden sind, vielleicht Shitstorms oder sonst irgendetwas. Aber wisst ihr, das ist okay, weil das Teil des Prozesses ist. Das ist Alltag, das ist das Leben. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil daraus können wir wieder neue Kraft schöpfen und wieder neu in das Projekt reingehen, wenn es dazu kommt, und eine professionellere Staffel drehen und die Sendungen noch besser machen, noch besser abarbeiten und so weiter. Und ich finde, das ist wichtig, darüber zu sprechen, weil wenn du das einmal verstanden hast, dass das Leben so ist, es ist immer schwer, es ist immer mal grau, es ist immer mal dunkel, es ist immer mal Nacht, es ist mal Sonne, es läuft mal gut, es läuft mal nicht gut, dann hast du es verstanden und dann weißt du auch, ja, mein Hund hört vielleicht jetzt noch nicht, aber vielleicht in 3 Wochen oder in 3 Monaten oder in einem halben Jahr, aber das ist doch egal. Ich arbeite doch dran. Ich gebe mir Mühe und ich setze mich nicht unter Druck. Und dein Hund wird es dir danken. Bei deinem Hund ist vollkommen egal, was mit dir los ist, ob du Sozialstress hast, von außen Druck hast und so weiter. Er lebt einfach im Hier und Jetzt. Und das wünsche ich dir auch. Lass einen Kommentar da. Wenn du mit uns arbeiten willst, sehr, sehr gerne. Ich helfe Menschen unheimlich gerne, um sie auf den Boden der Tatsachen zu holen, um realistisch zu bleiben. www.hundetrainer-stiefkaje.de. Und danke, vielleicht hat euch das Video gefallen, auch wenn es location-technisch nicht so schön ist. Also bis dahin, macht's gut und ciao.